Ich will die Krokel-Reihe. Und um diese zu bekommen, öffnen wir heute 20 Entwicklungen im Paldea Booster. Und hier fangen wir auch schon mit an. Direkt mit einer super Angel. Da können wir uns hoffentlich dieses Set heute hier angeln. Ja, Set ist eine gute Sache, aber Pikachu. Ich glaube, den habe ich meinem Sohn auch schon geschenkt. Ich glaube, den haben wir auch schon gezogen. Ne? Das Pikachu ist jetzt nicht das Wertvollste. Hier gibt es natürlich auch noch einen Raichu in der sehr hübschen Old Art. Aber auch das ist noch vor mir versteckt. Wie so manch anderes. Hier noch ein Garados. Ja, ist in Ordnung. Aber noch nicht wirklich das, was wir brauchen. Wenn ich wenigstens eine dieser Karten ziehen würde, würde mich ja schon mega freuen. Aber ich habe halt auch das Gefühl, so wie hier, die Pull-Rate von Entwicklungen in Paldea und auch Kamazin und Purpur ist einfach nicht so geil. Eine Lashokinge-Ex. Ja, schon mal eine Ex-Karte, ne? Kann man sich schon drüber freuen. Terra-Kristallisierung hier, ne? Und ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ne? Will da jetzt auch nicht hier irgendwie dem gegenüber unfair sein. Ja, trotzdem, ne? Wir suchen halt andere Sachen, ne? Das Nibuna, ey. Wie oft ich schon eins Nibuna gezogen habe, ne? Ich könnte mir hier die ganze Wand tapezieren, volle Nibuna. Wandelenergie. Eine der cooleren Karten auf jeden Fall, die viele diverse Decks möglich macht. Und noch ein Pamo Mamo. Das kann man auch nur so aussprechen. Ne? Jeder, der es anders ausspricht, der kann besser sprechen als ich. Und für diese Erkenntnis, da ist eins. Skelocrog EX in der Old Art. Wer hätte gedacht, dass ich das hier einmal ziehe. Double Rare, richtig, richtig cool. Oh Mann, ey, ist die schick. Oh, ist die schick. Ist das schön. So, ja, fehlen ja bloß noch zwei, ne? Ist ja ein easy game, easy life hier. Also, ne, wir machen hier heute noch die Reihe komplett. Bestimmt. Na, vielleicht hilft da ja auch ein Like von eurer Seite aus oder so. Gibt's denn irgendwas aus Entwicklungen im Paldea, wo ihr sagt, das will ich unbedingt haben? Diese Karte, diese Reihe, die Old Art oder, keine Ahnung, die Secret Rare, was weiß ich. Könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen hier, Krokel. Ja, das ist schon mal ein guter Anfang hier. Krokel einfach, cuter Boy, aber das Rex Blizzard ist nicht das, was ich suche. So, eine Packung haben wir noch hier von der ersten Hälfte. 10 weitere Booster gibt es gleich noch. Und dann gucken wir, ob wir es kriegen. 10 weitere Booster, let's go. Wir schaffen das schon. Ich bin voller Zuversicht. Seht ihr? Denn Azuladis ist schon mal die Energie, die wir brauchen, um das Krokel und das Le Croco zu ziehen. In der richtigen Kunst, versteht sich. Aber dann ziehen wir noch ein Skelocrog und das EX. Oh, ja, also es ist natürlich ja, zweimal hier. Ist schon schön, aber trotzdem natürlich suchen wir eigentlich was anderes. Oder naja, wir haben es eigentlich auch gesucht. Eigentlich zählt das, ne? Irgendwie zählt das schon. Aber trotzdem, ja, auch nicht richtig. Verdammt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Befehl vom Boss. Oh, die Full Art. Und die ist auch richtig nice. Richtig cool. Die gefällt mir. Und da haben wir noch einen Letarkin. Eieieiei, das kann ja wohl nicht angehen hier. Na, Mann, Mann, Mann. Ich sag's immer wieder gerne, wenn man echt immer so gut ziehen würde. Ja, obwohl es ist ja auch komisch. Manchmal sage ich dann, Pull Rate gar nicht so gut. Und dann wieder, dann kommt wieder doch diese eine Hit oder diese zwei Hits. Und schon ist man wieder auf einem ganz anderen Schwung. Und dann kommt wieder das Nibuna. Und bringt einen wieder ganz tief runter hier. Naja. Ja, so ist das halt manchmal. Na, da muss man sich einfach fragen, oh, Paldea Tauros, ne, wie die im Spiel genervt haben. Die einfach so strong waren. Chongjian EX, cool, coole Karte und auch coole, starke Karte zum Spielen. Richtig nice. Aber wir suchen noch was. 3 Booster haben wir noch. Die Chance ist auf jeden Fall da, da noch was zu ziehen. Wenn, oh, noch ein Wampitz EX. Ey, ja, auch eine EX-Karte nach der anderen, ne? So, 2 Booster. Ne, da haben wir einmal Le Croco drin und Krokel. Ganz klar. Ne, ich
Oh, okay, Filiospa in der Altart ist die falsche zweite Phase 1 Entwicklung, aber was heißt falsch? Auch eine wunderschöne Karte, kann man sich drüber freuen. Und jetzt, um das Ganze perfekt zu machen, müssten wir eigentlich die Quacks Altart ziehen. Dann hätten wir, versteht ihr, was ich meine? Nein? Ist auch in Ordnung. Aber es ist sowieso nicht das. Ich hoffe trotzdem, wir haben ein bisschen was davon bekommen, was ich haben wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Habt noch einen schönen Tag.